den ganzen Tag am Strand chillen, Partys machen und währenddessen noch die größten Städte der Welt anschauen. Ist das Auslandssemester denn sinnvoll? Besser gesagt, wann ist das Auslandssemester sinnvoll und was musst du beachten, bevor du ins Ausland gehst während deinem Studium? Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen auf dem AeroUp YouTube-Kanal. Mein Name ist Valentin. Ich durfte während meinem Studium selbst ins Ausland gehen. Ich war als Free Mover an der Nova School of Business in Lissabon. War eine sehr tolle persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich möchte dir aber heute mal sagen, was du unbedingt beachten musst und wann auch der richtige Zeitpunkt ist, um überhaupt ins Ausland zu gehen. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Punkt, was du beachten musst. Ich sehe immer wieder Leute, die haben ihr Abitur fertig und sagen, was mache ich jetzt? Ein Jahr Ausland. Okay, kannst du machen. Allerdings kann ich dir erfahrungsgemäß sagen, der Grund, wieso man nicht direkt ins Studium möchte und ins Ausland will, ist ja meistens, dass man so das Abitur eher als krampfhaft wahrnimmt. Man ist froh, wenn es rum ist, kann sich jetzt auch nicht vorstellen, noch mehr Stoffmenge auf sich einhageln zu lassen. Und das Problem liegt einfach darin, dass man... Es gibt nicht nur ein Problem, sondern es gibt mehrere Probleme. Wie siehst du das Thema Lernen? Du denkst, es gibt kein passendes Studium für dich. Du denkst, du bist ein hoffnungsloser Fall, was auch immer. Und deswegen ist diese Flucht in Anführungszeichen ins Ausland für ein Jahr nicht sehr sinnvoll. Ja? Das ist auch gleichzeitig der erste Punkt, den ich dir raten würde. Schau, dass du schon einen soliden Plan hast für dein Studium und auch schon eine stabile Lernstrategie, mit der du gute Noten schreiben kannst, damit du nicht immer im Ausland im Hinterkopf hast, boah, eigentlich gäbe es noch was zu erledigen. Eigentlich müsste ich noch was erledigen. Ich weiß gar nicht, ist es überhaupt das passende Studium, weil ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann was nicht genießen, wenn ich im Hinterkopf immer wieder diesen Gedanken habe, hey, ich bin jetzt gerade im Ausland, aber eigentlich müsste ich was ganz anderes machen. Ich genieße hier die Zeit. Aber im Grunde genommen gibt es da noch sowas, was mir im Hinterkopf steckt. Ja? Ich in meinem Auslandssemester, ich war mit meinem Studium fast durch. Ich habe ein Praktikum bei Daimler gemacht. Ich hatte mehrere Jobangebote. Das heißt, ich wusste schon, wie es danach weitergeht. Ich musste mir keine Sorgen machen. Ja? Gut, es kam dann Corona. Nach 5 Wochen wurde ich nach Hause geschickt. Das war nicht so glücklich. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen heute mal auf die Sachen schauen, die wir auch wirklich beeinflussen können. Genau. Und der zweite Punkt, den du unbedingt beachten solltest, ist, lässt sich in der Uni, in die du ins Ausland möchtest, deine Credits, kannst du die da anrechnen lassen. Ja? Es gibt ja Credits, die du im Studium erfüllen musst und diese Credits kannst du dir an manchen Partneruniversitäten von deiner eigenen Hochschule anrechnen lassen. Ja? Und ich würde da immer mit einfließen lassen, kann ich im Ausland an diese Hochschule oder Uni, kann ich mir da diese Credit-Punkte anrechnen lassen, damit es quasi ein normales Semester wird. Ja, ich hatte kein normales Semester, ich habe mir nur 75% Workload ausgesucht, keine vollen 100%, aber nichtsdestotrotz, ich würde immer schauen, kann ich in ein Land gehen, an einen Ort, der mir gefällt, wo ich aber auch die Credits anrechnen lassen kann, damit ich nicht ein halbes Jahr komplett verliere, sondern dass ich halt ein bisschen weniger mache und da auch meine Zeit genießen kann. Auch ein wichtiger Punkt, den ich beachten würde. Die dritte Sache, die du auf jeden Fall auch beachten solltest, ist, dass bevor du ins Ausland gehst, und da spielt ein bisschen den ersten Punkt mit rein, schau, dass du schon Praxiserfahrung gesammelt hast davor, ja? Weil am Ende des Tages, es ist einfach ein Pain, wenn du vom Abi ins Studium kommst, du hast noch nie im Leben in der Praxis irgendwas gemacht, gearbeitet, warst in der Firma, hast mal ein bisschen reingeschnuppert, außer vielleicht durch ein paar Wochen Praktikum, das zählt nicht wirklich als Praxiserfahrung, wenn es so ein 8 Wochen Pflichtpraktikum ist, sondern geh wirklich davor mal in die Praxis und schau dir an, hey, in welche Richtung kann es denn später ungefähr gehen. Der einfache Hintergrund von diesem Mechanismus ist es, dass du ja im Ausland dir viel flexibler deine Module auswählen kannst. Also das ist meistens so, es gibt eine Liste an Modulen im Ausland, die du belegst, ja, die weichen dann auch teilweise ab von dem, was in Deutschland oder im Dachraum angeboten wird. Und wenn du schon weißt, in welche Richtung es gehen soll, ich zum Beispiel wusste nach dem Daimler, hey, ich könnte mich auch mal im Bereich
Selbstständigkeit, Unternehmertum damit beschäftigen. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Im Ausland gab es dann aber Entrepreneurship als Fach, also quasi Unternehmertum. Und ich konnte ein Fach, einen Kurs besuchen, den ich mir zusätzlich noch anrechnen lassen habe, der mich in Entrepreneurship gelehrt hat. Ja, das waren gute Basisgrundlagen für den Start in ein eigenes Unternehmen. Das ist was, worüber du dir davor bewusst werden solltest. Und das macht es nochmal zusätzlich angenehmer und einfacher, wenn du noch Stoff absolvierst, der erstens mal absolvierst du weniger Stoff und den Stoff, den du machst, den machst du noch zusätzlich, weil er dich interessiert. Unterschätze es nicht, wie wichtig das ist. Ich kann es dir nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte dieses Fach in dem Hörsaal, der direkt aufs Meer gezeigt hat. Ja, das heißt, wir saßen alle in diesem Hörsaal, man konnte aufs Meer schauen, es hatte 25 Grad schon Mitte Februar und da war die Verlockung auch manchmal groß, nicht in die Vorlesung zu gehen, aber weil es mich interessiert hat, bin ich da hingegangen und eben danach an den Strand surfen gegangen. Ja, das ist was enorm Wichtiges, was du unbedingt mitnehmen solltest. Genau, was ist noch neben dem, was du beachten solltest und wann es Sinn macht. Das Thema, wann es Sinn macht, habe ich ja jetzt schon ein wenig angeschnitten. Nachdem du einen Plan dir gemacht hast für dein Studium ungefähr, nachdem du mal wenig Praxiserfahrung gesammelt hast und jetzt kommt noch der dritte Punkt mit dazu, nachdem du ein wenig Geld angespart hast. Ich persönlich habe im Ausland ein wenig gearbeitet. Ich hatte meine eigene Nachhilfeagentur. Ich konnte damit ein paar hundert Euro pro Monat verdienen, hatte aber auch was angespart. Ja, ich glaube, das waren damals so 5.000, 6.000 Euro, die ich von meinem Daimler-Praktikum und verschiedenen Jobs angespart habe. Und das würde ich dir auch raten, ja, weil es macht keinen Spaß, ins Ausland zu gehen. Und dann schaust du auf dein Konto und denkst dir so, puh, okay, jetzt bin ich im Ausland, aber ich kann mir im Grunde genommen nicht wirklich sowas leisten, außer irgendwie ein Brot zu kaufen und da ein bisschen Pesto drauf zu schmieren. Das ist einfach nicht nice. Du willst mal was essen gehen, du willst einen Ausflug in eine andere Stadt machen, du hast da auch nicht sonderlich Bock zu arbeiten und das führt eben alles dazu, wenn du es jetzt schon richtig rausgehört hast, dass du ein bisschen so eine Chiller-Reiselaune kommst. Ich entwickle mich persönlich weiter und das ist sehr, sehr angenehm und sehr, sehr wichtig auch für viele. Aber eben nicht, wenn du eh keinen Plan hast, also wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll, wenn du kein Geld in der Tasche hast und keine Praxiserfahrung sammeln, weil dann führt das meistens dazu, dass du kommst in so einen Himmelszustand, nenne ich es jetzt mal, weil ein Auslandssemester schon cool ist, auch wenn du kein Geld hast, bist in einer Riesenstadt oder am Meer, aber dann kommst du wieder zurück und wirst mit der Realität konfrontiert, wo du dir so denkst, what the fuck, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Mir ging es viel, viel besser im Ausland. Ja. Und das wollen wir eben verhindern. Dahin wollen wir nicht, sondern wir wollen unser Auslandssemester genießen, aber eben bewusst genießen. Und das funktioniert eben sehr, sehr gut, wenn du die Punkte umsetzt, die ich dir hier in dem Video mitgegeben habe. Ich hoffe, ich konnte dir heute wieder weiterhelfen. Falls du das Video gut fandest, gib uns gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns über jeden Like. Schreib uns einen Kommentar drunter, was du denkst über Auslandssemester, ob du vielleicht selber schon eins gemacht hast oder ob du noch was ergänzen kannst. Wir freuen uns da auch über jede Ergänzung bzw. über konstruktives Feedback. Falls du für dich festgestellt hast, hey, ich habe noch gar keinen so einen richtigen Plan, war noch nie in der Praxis, weil ich habe keine Ahnung, was zu mir passt. Ich habe keine Ahnung, wie man Bewerbungen schreibt, wie man bei den Top-Firmen reinkommt. Bewerb dich einfach mal ganz unverbindlich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir oder einem unserer Experten. Wenn du geeignet bist, schauen wir uns da 60 bis 90 Minuten an, wie deine Situation gerade ist, wo du hin willst und begleiten dich da kostenlos in diesen 90 Minuten zu einem Plan, den du dann für dich umsetzen kannst. Ich würde mich freuen, bald persönlich mit dir zu sprechen. Bis dahin wünsche ich dir aber alles Gute. Dein Valentin. Ciao.